So. 2,55. Den bekommen wir auch noch hin, denke ich. Das Bild in der Mitte sieht ziemlich geil aus, finde ich. Aber auch das ganz oben hat Style. Hat Style und Stil. Was? Gar keine Autos diesmal da? Was ist mit euch los? Fahren wir mal links. Sehr schön. Zwar ganz schön knapp, aber hat gepasst. So. Mit Mercedes oder mit dem fahren? Alter, ich gebe schon seit der Radarstation kein Speed mehr. Ich würde sagen, wir probieren es erstmal mit dem Mercedes. Wagenauswahl. Mercedes. Blacklist 15. Wir haben jetzt drei Meilensteine, oder? Genau. Jetzt haben wir den maximal 22 und 10 Straßensperren und 4 Nagelbänder. Und Kopfgeld. Gesamtkopfgeld 2. Ah, wir brauchen nur noch 100.000. Das haben wir gleich. Also gut, bei Stufe 1 leider nicht. Bei Stufe 1 leider nicht. Zentrale, Sierra 9. Moment. Okay, ich warte schon. Ich kann machen, was ich will. Die Typen schütteln mich Typen. Ab. Brauche dringend 1085. Roger, 19. Stand bei. Der Verdächtige versucht, mich von der Straße zu schieben. Wir spielen doch nur ein bisschen Ringelreihe. Wir haben Sichtkontakt zu Code 6. Ich glaub nicht. Start Sektor um Meile 20 ab. Hab das Fahrzeug verloren. Verstanden. Charlie Bravo, Ende. Information für die Verfolgergruppe. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung. Auf dem Highway 99. Ja, ich weiß. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin kurz. Ich hätte nicht gleich so schnell den ausschalten sollen, aber naja. Hat sich angeboten, da muss man mal zuschlagen hier, ja. Zentrale, Delta 6, wartet mal. Fahrzeug ist ein silberner Mercedes. Fährt mit zu hohem Tempo und wird immer schneller. Sicher doch. Schick 1085, ich brauche hier Hilfe. Verstanden, Delta 16. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Zeitlich gleich. Oh. Oh, da kann man wieder nicht links fahren. Ich hasse es. Machen wir es eben so. Muss diesen Kerl ausschalten. 1059, ich dränge ihn von der Straße. Ja. Ist da vorne der nächste? Nein, ja, da ist der nächste. Cool. Wobei das nach vorne anrennen nicht geplant war. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Wir sind an dem Verdächtigen dran. Mann, ist der schnell. Ding. Er setzt sich ab. Versuche, sich Ups. Nicht ganz geplant so. Na sicher doch. Am Straßenrand. Was? Ich komme da nicht durch? Lol. Alle Einheiten auf Alarmstufe 2. Er blockiert mich, ich komme nicht vorbei. Ach, lecker mich. Ich habe die Unterstützungseinheiten verloren. Ist noch jemand verfügbar? Eine deutliche Kollision, aber wir sind okay. So. Bravo 28, habe Verstärkung dabei und bin fast. Na, sehe doch. Fuck. Code 6 Fahrzeug verloren. Regelt sofort den Sektor. Da ist gar keiner. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in Richtung Westen auf dem Kreuz Camden. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors. Komm schon. Da wird ja irgendwo so ein Heini sein. Sierra 1, noch keinen Kontakt zum Verdächtigen. Ich patrouilliere westlich von ihm.
westlich. Wo ist Westen? Unten schon lange kann das sein. Zentrale hier Bravo 28. Ich überprüfe gerade ein Kennzeichen. Ja, das könnte sein. Gehen wieder auf Streife. Unser Verdächtiger ist sauber. Gut, dann müssen wir wohl nochmal so anfangen. Ja, jetzt haben wir dafür schon die nächste Stufe hier. Zentrale, Bravo 41. Eine Sekunde. Ja. Und du bist schön reingedonnert. Jetzt kannst du. Wir haben Sichtkontakt zu Code 6. Oh. Den hat es nicht ganz überschlagen, wie geplant. Aber ich glaube, ich warte eher mal lieber bis Stufe 3 da ist. Brauche mehr Verstärkung! Einheit ausgefallen! Bravo Pro 4. Verstanden, kümmere dich drum. Zentrale, brauche mehr Verstärkung! Das war's jetzt aber nicht du. Nicht ich. Ich bin hier allein. Ich fahre ja schon auf unserem beliebten Kreis. Ich bin mit ein paar anderen Einheiten. Aber ich glaube, ich kürze ein bisschen ab. Direkt vor einem Ziel. Direkt vor einem Ziel auch. Golfplatz gefahren. Und schöner Sprung, oder? Und noch einer. Ich bin direkt hinter dem Kerl und schließe auf. Oh yeah. Sah geil aus. Oh yeah, Stufe 3. Letzte bekannte Richtung. Ups. Servus. Ich muss was tun, sonst verlieren wir ihn. Wartet, ich schieb ihn von der Straße. Okay, sehr gut einfach. Von der Straße schieben, in einen Tunnel. Wahnsinn! Ihr seid so intelligent! Ja, so intelligent, zack. Okay. Fahren wir runter. Ich glaube, ich habe gerade die Einfahrt verpasst. Kann das sein? Ups. Ein Rhino von vorne kaputt gemacht. Nicht schlecht. Ich bin tatsächlich falsch abgebogen. Seit wann geht denn das? Ups. Seht ihr, wo wir mit unserer Straßensperre warten? Versucht ihn auf die Arme zu treiben. Dann hätte überschlagen, wenn dieses scheiß Auto dahinter nicht gewesen wäre. Charlie 15 kommen aus Richtung Süden. Was sagt Navigationssystem? Verstanden. Hast du aber schon wieder aufgewiegen, so wie es aussieht. Komm schon, wo seid ihr? Kappeln verloren! Schickt Einheiten her, die das Gebiet abriegeln! Ich hab ihn, schickt alle her! Oh yeah! Bravo 3-2, bin dabei! Er ist ohne Probleme dabei! Echt doch! Erst durch. Zentrale brauchen mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alle, die wir kriegen können. Nein, nicht schon wieder. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in Richtung Osten auf dem Campus Circle. Absperrung erfolgt enger Ziel. Zentrale, kurz 6 Zielobjekt gefunden. Nehme Verfolgung wieder auf. Ah, nicht so gut wie vorher. Der Wagen ist direkt durch die Sperre gebrettert. Alles klar, Herr Kommissar. Wir sind immer noch auf Code 3, das ist erwischt. Nein. Nicht abfahren. Jetzt langsam. Wir kreisen ihn ein. Standby. Könnt ihr mir ein bisschen helfen, die Bäume hier wegzumachen, damit ich, falls mal ein bisschen mehr da ist, los ist, leichter wegfahren kann? Los!
Jo, kein Problem, hab schon gemacht. Machen weiter! Verdächtiger ist entkommen! Zentrale, schickt mir schnell einen Rio. Jawohl. Normale Einsatzwagen reichen hier nicht aus. I understand this. Okay, verstanden, 2-6. Da kommt garantiert bald kein Rino. 2-6, wahrscheinlich entkommen. Stand by. Komm schon, Rino oder normal? 2-6 ist entkommen. Augen auf, da kann ich bald sein. Was? Auch keiner von euch hier? Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Richtung Osten. Auf dem Campus Circle. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TLC 3 koordiniert. Wo sind jetzt hier die ganzen Gegner? Hier ist 3 Delta 10, nähern uns schneller südlicher Richtung. An alle Delta-Einheiten, bleibt auf Empfang. Ja. Wir haben keinerlei Spuren gefunden, Zentrale. Zentrale? Naja, fast. Zentrale, ich bin gerade gerammt worden. Verdächtiger flieht von da dort. Geh auf 1087. Warum auch immer. 10-4, kommen. Er hat alle ausgeschaltet. Hier ist kein Niemand mehr, außer mir. Ich brauche Verstärkung. Okay, okay. Soll ich ihm was vom Chinesen mitbringen? 2 Minuten entfernt. Bring ihn von der Straße. Heilige Scheibenkleister, Maria, Mutter Gottes. Nein, zu früh. Viel zu früh. Dun, 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 dun. 2-6, bitte meldet eure aktuelle Lage. Situation unverändert, versuche weiterhin dran zu bleiben. Ach ja. Und ich versuche weiterhin, dass ihr hinter mir da bleibt. Sofort her! Sofort her! So, endlich. Gehen auf Alarmstufe 4, an alle Einheiten. Geht auf Alarmstufe 4. Können wir wieder Gas geben, oder? Er will wohl nicht anhalten. Ich glaube, wir starten eine 1075. Auf alle Fälle. Wenn ich ihn überholen kann. Hallo, Rhinos. War ganz leicht, euch auszuweichen. Dün, 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 dün. Ups, was ist jetzt los? Wie wär's mal mit einer Nadelbahn, Straßensperre? 4 Stück am besten hintereinander. Dün, 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 dün. Dankeschön. Er ist durch die Straßensperre geraten. Hier ist Bravo 28. Wir haben die Straße vor dem Verdächtigen abgesperrt. Festnahme negativ. Wir bleiben dran. Immer schön. Am Ziel erfasst. Rührt sich nicht von der Stelle. Könnt ihr einhalten auf unserer 20 melden, dass wir in Warteposition sind? Funk! Krasse Scheiße. Oh. Ja, am besten nicht so hinstellen, dass ich nicht durchkomme. An alle Verfolgereinheiten. Wir haben die Straße gesperrt. Treibt ihn ruhig in unsere Richtung. Ups. Komm schon, komm schon. Der Fahrer ist direkt durch die Sperre gebrettet. So wird das nix. Puh. Ich muss unbedingt schauen, dass ich da jetzt rauskomme. 189.000, 2 Meilensteine, das wir müssen unbedingt schauen, dass wir diese 1065 umgehen können. Nein, 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 nein! Drecksrinos, ja. Dem, dem. 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 Ah, noch 13 Autos, okay. Tschüss. Er ist ohne Probleme durchgekommen. Ja. Durch, ja, ja, Wahnsinn! Euer Straßensperre hatte ja so viele undurchfahrbare Lücken. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Verdächtiger ist weiter flüchtig. Frechheit. So muss überhaupt Straßensperre nennen zu dürfen. So.
Straßensperre hat nichts gemacht. Noch ein Verdächtiger ist weiter auf der Flucht. Achtung, Zentrale! Wurde von Verdächtigen gerammt! Ah, ein bisschen eher hätte der rauskommen müssen. So, jetzt... Die Nagelbänder waren sinnlos. Der Kerl ist einfach dran vorbei. Oh, gefahren. Schade. Er ist ohne Probleme da durchgebrochen. Mhm. Ich würde sagen, es wäre jetzt ganz gut, wenn wir wegkommen würden. Wir haben immerhin fast 2,5, also fast 250.000. Alle vier Meilensteine. Das würde ich mal sagen, ist ein Grund abzuhauen. Puh. So. Aha, ich fahre noch einmal rundherum und dann nehmen wir den Abweg, würde ich mal sagen. Fahrzeug ist entkommen, sperrt alles ab! Alle an der Verfolgung beteiligten Einsatzkräfte. Verdächtiges Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet. Fahrzeug entdeckt. Schickt Einheiten her. Achtung, Streife. Mehrere Einheiten versuchen, ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit zu stoppen. Einsätze mit niedriger Priorität sofort abbrechen und auf weitere Anweisungen warten. Auch nicht heute. Jawohl. Sachschaden, 170.000 nur. Zu schnelles Fahren. Oh, zwei Dinge habe ich leider nicht. Rasen und rücksichtsloses Fahren. Hey, ich bin doch gerast, oder? Aber sonst. Oh, cool. Schon sind wir fertig. Alles klar, du kennst den Deal. Ming weiß, dass man viel über dich spricht. Er will nicht länger auf dich warten. Bring's also hinter dich. Na, sowieso. Aber erst mal schön gediegen speichern. Und eindeutig nicht mit dem, sondern mit dem. Und erst nochmal das Strafregister anschauen. Naja, komm, kennen wir jetzt schon. Entschuldigung. Nein. Genau. Helikopter eingesetzt, immer noch erst 4, aber ausgelegte Nagelbänder sind wir jetzt schon bei 111. Okay. Polizeiwagen zerstört, 113. Beschädigt, 216. 56 Rhinos schon. Cool, cool, cool. Alles klar, Kommissar. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns doch mal an, was der so zu bieten hat. Oh, Rundkurs und Radarfalle. Ja, ja, du bist mir seiner. Doch ich sag dir gleich, bevor wir das machen, kennt ihr es eh schon. Ups, das war zu weit. Würde ich sagen, ich beende hier wieder die Aufnahmesession. Dann können wir das nächste Mal gleich mal auf unserem Lamborghini hoffen, tippen. Ich behaupte, er ist auf der ganz rechten Seite. Also von den drei Kreuzen, sag ich, also von den drei Verschlüsselten ist er auf der rechten Seite. Der Fahrzeugschein, hoffe ich mal. Okay, gut, dann verabschiede ich mich wieder. Stand der Dinge, Geld 413.350, Kopfgeld 2.797.500, das heißt, wir haben jetzt schon fast 3 Millionen, dann gehen uns noch 7 Millionen ab. Und Karrierenfortschritt 45%. Läuft doch wie geschmiert, würde ich sagen. Gut, ich verabschiede mich für heute von euch. Diesmal ging es echt super schnell. Ein dickes Lob an mich. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hodenkrebscreme. Tschaußen. Subscribe.